Hallo und willkommen zurück zu Dying Reborn. Okay, ich denke, ich habe verstanden, wie es jetzt funktioniert. Ist gar nicht mal so blöd. Die Zahlen sind, glaube ich, irrelevant. Man muss A, B, C, D, E, das sind 5, genauso wie man da unten an dem Kasten braucht. Und in diesen Kästen sind ja Striche. Und ich denke, so wie die Striche da drinne sind, so muss ich die höchstwahrscheinlich dann auch nachbauen. Das hieße, wäre ein gerader Strich. Ich vermute jetzt mal nur. Ich hoffe, dass es so ist. So ein gerader Strich. Boah, das wäre natürlich geil, wenn ich das rausgekriegt hätte, ohne ausnahmsweise mal an das Ding, auf das Ding gucken zu müssen. Warte mal. B. Ich glaube, bei B muss man raten. Ich mache erstmal C. C ist dieser Kasten nach unten. Ah, so wie ich ihn hier schon drin habe. D. D ist da unten. D ist leer. Aber die ist leer. I wäre dann. I wäre das hier, richtig? Wie wäre das da? Ja. Oh, Manu. Ich rate jetzt, ich habe keine Lust mehr. Was habe ich denn noch nicht? Muss irgendwas. Ja, ich weiß. Die hat. Da fehlt ja was. Da fehlt ja was. Bei D. Es geht nach unten. Und dann nach links, würde ich mal behaupten, hä? D. D. Oder nach unten rechts. Weil die 4 hat keinen Verbindungspunkt. Ja, genau so. Moment, und dann E. E ist da. Was hat denn C? C geht so nach da unten. B? Was ist B? B ist raten. B ist raten, würde ich mal behaupten. Scheiße.
Ah. Boah, das ist doch. Was sind das denn für Rätsel? Hälfte davon verstehe ich noch nicht mal. Wie? Gehört doch da rein oder etwa nicht? Oh, willst du mich veräppeln? Oh, das nächste Mal gucke ich mir, glaube ich, vorher selber mal Videos von so einem Spiel an. Was ist denn das? Achso, bevor ich da das kaufe und mich so lächerlich mache bei so Rätselspielen. Oder ich sollte die einfach eine Weile austesten, bevor ich sie mache, damit ich nicht ganz so... Ja, gut. Wie? Das gehört doch dahin, oder etwa nicht? Na gut, sei es drum. Jetzt kann ich das Journal nicht aufmachen. So. Der Fischkopf gehört, also der lange 5320. Gehört zu 5320. 5320, also hierhin. Der komische mit dem Stacheln oben 0. 154, 154, der da gehört zu 154. Das, der mit dem weit aufgerissenen gehört zu 482. 482, der da. Na? Okay. Der lange gehört zu 21118. Der lange gehört zu. Das müsste der da sein. 21118 da unten. Dann der den mit den scharfen 10 zu 374. Also hier er hier zu. Mist. 374. Die Flunder zu 1, 10, 11. Verdammt. Die Flunder zu 1, 10, 11. Ah. Okay, was kam da jetzt raus? It seems to be a base of a trophy. Broken pieces. Hm. Maybe I should give you... Okay. Was mache ich denn jetzt damit? Was möchte ich damit machen können? Ich glaube, da brauche ich nichts mehr machen. Kann... Vielleicht ist irgendwo eine Stelle... wo die hätte hin müssen. Auf dem Tisch. Das Regal irgendwo. Ich hätte irgendwo kam gerade komische Musik von meinem Notebook, da müsste ich gerade mal kurz that aufmachen. Trophy. Ah ja. That's a nice memory. He held the trophy, smiling brightly, and gave a speech on stage. I wish time could have stopped at that moment forever. Wait a minute. Do you mean that person in the newspaper? That's right. David, an outstanding man. He seems almost perfect, but it's a complete lie. There are many memories here, both good and bad. Do you know David? Far from knowing. I don't understand. That's Shirley's fiancé. What do you know about him?
Why are his things here? I... No, he's coming. Run! Okay. 3-1-2-5. 3-1-2-5. 3-1-2-5. Hey, Matthew, this room is full of lies. People always believe what they want to believe. To be a gentleman, you just need some sharp clothes and brilliant words. But what lies beneath the clothes? No one cares anyway. You, of all people, would know that. Was stimmt denn mit dem nicht? Warum jagt er uns denn jetzt? Der wollte uns doch nur so Rätsel stellen. Ich versteh's nicht. Ich musste kurz was trinken. Hier erstmal andere Richtung. Immer überall, wo eine Kerze ist, kann man irgendwas machen. Beruhig dich mal. Beruhig dich mal. Machst du mich nervös? Oh, was war das? Ah, da kann ich wahrscheinlich hoch. Perfekt. Boah, Alter, was war denn das gerade? Da vielleicht? Ah, jetzt kann ich da drüber. Da kann ich auch nicht drüber. Also. Ah. Okay. Hau rein, mein Freund. Runter da. A Champion Liar. To be continued. It is time to face you. Matthew doesn't know who the man in the people is. People is or what the words he said mean. However, these are not merely coincidences. God. And every action has consequences. Coincidences. And every action has consequences. The dying man. Ach du lieb Zeit. Wenn ich das jetzt schon sehe, kriege ich schon was zu viel bei den Rätseln. Oh, Mann. What exactly happened in this house? After more in-depth investigation, Matthew is more and more scared. This house is like a whirlpool, devouring everyone breaking in. Mhm. Auch ein lustiger Vergleich. Gerade sagen. Lad mal ein bisschen schneller. Where am I? Why does my body ache? Why am I lying on the floor? To get away from that lunatic, I climbed into the ventilation duct. So I must have fallen out afterwards. Hopefully I got away from that lunatic once and for all. Damn, this room is locked too. Du fällst ziemlich oft in Ohnmacht, mein Freund. Aber das ist eh, glaube ich, alles von ihm vorgesehen, weil wer lässt denn da oben bitte einen Schraubenzieher? Ist das ein Schraubenzieher? Ja, gell? Another closed door. This does it lead to the restroom or another weird exit? High heel shoe, its pink color is
Especially a chanting under the lamp's light. Das ist doch rot, das ist doch kein Pink. Ja, wieder mal eine Münze. Flaschen. Ich bin mittlerweile sogar schon lesefaul. Every coming with all the keyhole on its door, it's locked from the inside, or does the door have a digital lock? Can't be opened. Think these are useless here. Seems to be locked by some kind of gear. I can't open it. Warum ist denn hier alles Insert Coin? Da bin ich verrückt. Circus Powder Puff. I can't tell it was used before, but I have no idea who it belongs to. Schon krank, dass du das überhaupt weißt, was das ist. Paper in the trash can. Ah, oh, schon wieder ein Fernseher. Da ist nichts drinne. Ah. A knob looks like it's a part of a switch. Wieso kann ich denn das Ding da... Oh. Ich würde dann... Achso. Geht auch nicht rausspringen. Das kann ich nicht mitnehmen. Wieso kannst du das denn nicht mitnehmen? Und das kann auch nicht angemacht werden. Ihhh, was ist denn das hier? Noch ein Schuh. Was ist denn hier passiert? Doch irgendwie angehen, das Ding. Irgendwas muss ich doch damit machen können, wenn es hier einfach so mitten in der Gegend rumsteht. Hm. Oh, was ich hier alles mitnehmen kann. Mir graut es jetzt schon. Sind das wieder so. Das sind wahrscheinlich hier ganz viele behinderte Rätsel. Part of a switch. Part of a switch. Part of a switch. Kranker, perverser Drecksack. Da ist auch nix. Da ist was. Ah, necklace, but it has no ornament. Nee, gibt's nichts zum Kombinieren. Ich würde mal fast behaupten, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt hier noch habe, ist da die Münze reinzuschmeißen. Wie? Das sind du, even if I press it. Deswegen sollst du da ja auch die Münze reinschmeißen. Ah, da unten ist das Zeichen da. Da, 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 da. Schon wieder sowas. Elegantly carved wooden coat stand. A shabby nightshone hangs on it. Okay.
kriege aber auch keinen roten Punkt, dass ich mit irgendwas hier interagieren kann. Head of Gear can't open it. Ja, dann... Ja, dann schmeiß es da doch rein. Ganz ehrlich, schmeiß doch rein. Mann. Another closed door. Does it lead to another weird exit? Warum stehen hier denn Kerzen? Kann ich hier irgendwas machen? Nee, hier bin ich reingekommen. Useless. Empty. No effect. Another player part of switch. Warte mal. Ja, ja, okay. Verstehe schon, was nicht funktioniert. Sehr schön. Jetzt blinken die nämlich alle. Jetzt müsste ich da auch die Münze einschmeißen können. Ah ja. Nee. Moment. Eines der Lichter steht auf dem komischen Auge. Ja, ja, das andere steht genau auf dem. Und dann noch eins auf... Dann drehe ich das mal um. Schreck, lass nach. Okay. Das Einzige, was jetzt passiert ist, dass der blöde Fernseher an ist. The world is a sinful place. You can choose to either fight against it, or you can choose to take part in it. But then there are some of us who are just onlookers that do nothing. At least they don't make things worse. Of course you would say that. But in reality, indifference is the biggest culprit of all.
It is the soil evil breeds in. The sins are encouraged by that innocent silence. What are you saying? Serving justice is what the police are for. Everyone has their own responsibilities, so you shouldn't expect people to fix your problems for you. You also shouldn't meddle in other people's business either. Meddle? It would seem you have forgotten something important. Perhaps you never cared at all. If so, let me give you some advice, Matthew. Check the closet that just opened. She's been waiting for you for a while. And I have prepared a small gift for you. You will understand what to do next once you see it. Du krankes Schwein, was stimmt nur nicht mit dir? Okay. The neck of the corpse is firmly held in place in the wall with the nails. The shackle go all the way through the wall of the wardrobe. In the wardrobe, there's a corpse fixed to the wall. It looks really old. Mit dem kombinieren. Ja, ist ja gut. Also. Kann ich dir das jetzt anziehen? Tatsache. In the wardrobe, there's a corpse fixed to the wall. After dressing up the mannequin, it looks more like a human being now. Ich würde mal eher sagen, das ist eine Leiche. Was tue ich damit? Nicht die richtige Reihenfolge. Ich würde mal sagen, als allererstes der Fisch. Mhm.
hast ein bisschen gerade blöd gemacht mit der Steuerung. Dann das komische... Ja, das da, das Zeichen. Das da. Komm schon. Ich bezweifle zwar, dass das richtig sein wird, was ich hier jetzt zusammenschustere. Ich glaube kaum, dass das richtig ist. Nee, war ja klar. War ja klar. Warum ist denn das jetzt nicht richtig? Wie geht das Rätsel denn? Wie geht das Rätsel denn? Ich brauche irgendeinen Hinweis. Nee. Fehlt noch irgendwie was? Muss ich die irgendwie noch weiter anziehen? Was könnte denn noch fehlen? Ich habe nur noch das Halsband. Was liegt denn da unten? Da unten liegt doch was. Ah, der Anhänger für die Kette. Sirenen können sie rausschauen. Zweimal das Runde und einmal das Kreuz. Ja. Lippenstift. Lippenstift für die gute Frau. Wunderschönen roten auch noch. I have some inexpressible and weird feelings for the mannequin after putting some makeup on it. Das ist eine Leiche, du Penner. Aber irgendwas ist gerade aufgegangen. Nö. Ach, ist es vielleicht das hier unten? Nee. Es hat sich so angehört, als wäre gerade irgendwas... noch was, was zu ist? Ah, da. Okay. Oh, dear Shirley, things went better than I thought. I'm going to succeed. This hotel is so great. It's really difficult to pretend to
Temperance in front of her. Open the bottle of wine and wait for my good news. Keep an eye on our account book and keep our password in mind, David. Ah ja, okay. Erst der Fisch. Ich glaube, den Fisch habe ich schon als erstes. Ja. Und dann das komische Kreuzdings. Ah. Das komische Kreuzdings. Komm hier. Komm. Raus da. Das komische Kreuzdings. Und als drittes das da, was ich da jetzt eh schon oben hab. Dann das Kreuz. Ah ja, das letzte war auch schon richtig. Und noch eine Münze. Weil das Spiel ja auch so lustig ist. Okay. Jetzt ist schon wieder der Fernseher an. Everything seems to be going well. And you seem to be enjoying it, right, Matthew? You have to admit that a woman's ornaments are quite fascinating. All I want to do is quickly end this boring and disgusting game of yours. So Shirley and I can get the hell out of here just as you promised. I'm sure I didn't promise anything. Just as I've said all along, all I have done is guide you. To help you regain your memory, to find something buried deep in your mind. Since I've been here, I haven't done a single thing that actually helped me under your so-called guidance. One of us must be completely insane. Or maybe you've had the wrong person from the very beginning. I really have no idea what you're going on about. You jump to conclusions too easily, Matthew. Do you see the bed with the beautiful patterns? Put her on it. And then perhaps you'll finally see your Shirley. Du krankes Schwein. Remember my word. Du krankes Schwein. Komm, das ist eine Leiche, als ob die so schwer ist. Okay. What on earth? Das frage ich mich auch gerade. Na, ich muss das Spiel noch zu Ende spielen. Der komische Fisch. Oh, warte mal, der komische Fisch. Irgendein Kreuz? Was ist denn das? Ach, das ist das komische. Das da vermute ich mal stark. Ich soll es vielleicht in der richtigen Reihenfolge machen. Fisch, Kreuz, Auge. Habe ich doch. Fisch, Kreuz, Auge. Gut, dann. Warte mal. Nee, ich habe gar keinen Fisch hier. Ah. Okay. Fisch, Kreuz. Okay. Läuft.
Was war das denn jetzt? Let me go! Psycho, this is insane! Shirley? Where is Shirley? You lied to me! What have you done with her? Lie? But you've seen Shirley. She's always been there. When you held her, didn't she seem familiar to you? Like you'd seen her before? Shirley knows the stench that fills her. And don't forget what you did in the kitchen. The marks on that body weren't just random drawings. To be precise, you and Shirley did more than just meet. You. No! It's not true! Ah! Why? Why did you do that? You know, although Harbortown is not as busy as it used to be, this hotel is not that far out of the way. And perhaps there is someone passing by, and perhaps they will hear who calls for help. But just as you said, who wants to meddle with people's business, right? Now, your calls for help will be ignored by others. Tell me, Maddie, do you still believe that? You bastard. Help! Can anyone hear me? I've been kidnapped! Call the police! No. Maybe my name will help you remember. My name is Colby. Me, however, it's this pain that gives me power. I hope you can enjoy the pain, Matthew. Because the trials waiting for you are far from over. Okay. Hä? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab das Ende nicht verstanden. Was ist denn passiert früher? Was? Ich vermute mal die Leiche. Das war seine Schwester. Das war Shelly. Und das Herz, das er gegessen hat, das war auch von Shelly. So. Und die zwei haben sich vorher schon mal getroffen. Colby war der Junge in der Küche, der mit 13 Jahren Geburtstag gefeiert hat. Das habe ich soweit verstanden. Und er hat früher Hilfe mal gebraucht und Matthew hat nicht geholfen. Und er möchte ihm das jetzt heimzahlen? Sowas in der Art vielleicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab's wirklich jetzt. Dear Colby, happy birthday. Hope you like the guy. Mom. Ja, irgendwie sowas in der Art. Ich hab keine Ahnung. Ah, ist auch kein japanisches Spiel, ist ein chinesisches Spiel. Hui Heng Yu. Coffee. Jung. Su Wen. Xiaolong, ich kann die Namen alle gar nicht aussprechen. Aber so an sich gut, die Rätsel waren zwischendurch, das waren ganz schön harte Brocken. Auch wenn ich ein paar nachsuchen musste, weil ich sie nicht verstanden habe. So an sich war es ganz cool. Die Story, naja, war so lala.
Horror war es jetzt auch nicht wirklich. Die Atmo war ganz cool. Es waren ein paar Jumpscares dazwischen mit den Mannequins, aber ansonsten, ja, würde ich es nicht als Survival-Horror bezeichnen. Ich lasse jetzt mal das Ende durchlaufen, mal schauen, ob da noch was kommt. Ich vermute aber mal nicht. Vielleicht gibt es noch ein extra Kapitel oder so, das ich freischalten kann. Das werde ich dann sehen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Projekt wieder. Ich muss mal schauen, was ich jetzt als nächstes, zweites Projekt durchziehe. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut. Tschüssi! Shuni's ending is only the beginning. The evil born in this house, where the hatred started. It all started with her. My trials for you will not end until you breathe your very last.